Wir begrüßen jetzt recht herzlich hier auf der Bühne, auf unserem Podium, unseren ersten Referenten. Das ist Dr. Ralf Rombach und er ist Leiter hier bei JBL der Forschungsabteilung. Herr Dr. Rombach, herzlich willkommen. Danke. Wir werden jetzt von Ihnen einen sehr spannenden Vortrag hören zum Thema das Konzept statt Algenkiller 1, 2, 3 algenfrei. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Wir übertragen das Ganze natürlich auch auf die Leinwände. Da sehen Sie doch mal die Folien, die uns Dr. Rombach mitgebracht hat. Und jetzt einen interessanten Vortrag. Vielen Dank. Jeder Gartenteichbesitzer hätte eigentlich gerne ganzjährig schöne, klare Gartenteiche ohne Algenprobleme, mit einem ordentlichen Fischbesatz, meistens auch einer schönen Bepflanzung. Leider sieht die Realität oft schon im ersten Jahr, aber auch nach längerer Zeit der Teiche ganz anders aus. Dann treten dann erste Fadenalgen auf. Es kommt dann auch oft, wenn es schwimmende Fadenalgenpolster sind, zu Blaualgenbefall in den Teichen. Das zweite Hauptproblem sind massive Schwebealgenblüten, die wir vor allem im Frühjahr haben, im Zeitraum so, wenn es Frühjahr beginnt, bis in den Mai hinein. Die Fadenalgen kommen meistens etwas später. Und wenn es dann ganz schlimm kommt, dann setzen sich viele, viele Sedimente ab. Es kommt unten zu Teichschlammablagerungen. Dann kommt der nächste Winter, Sauerstoffmangel in den Gartenteichen, wenn die zugefroren sind. Und dann stehen die Endverbraucher dann meistens enttäuscht mit ihrem Gartenteichproblem, mit Fischsterben im Frühjahr. 2010 war in der Richtung ein ganz extremes Jahr wieder in den Fachgeschäften und suchen um Hilfe. Wenn wir den Endverbrauchern Hilfe anbieten wollen, müssen wir uns eigentlich mit einigen Grundlagen, wie Teiche, wie natürliche Gewässer funktionieren, darauf basiert das JBL Teichpflegeprogramm, das 1, 2, 3 Algenfrei-Programm. Wir versuchen einfach unterstützend in diese Prozesse einzugreifen, den Teich zu lenken, zu steuern. Schauen wir uns mal die wichtigsten Fehler an, die bei der Teichanlage gemacht werden. Das erste ist, das würde ich auch tun, wir legen einen Teich in die schönste Ecke des Gartens, vollsonnig. Man muss abends noch in der späten Abendsonne noch am Teich sitzen können, sein Glas Rotwein zu sich nehmen, die Fische genießen. Das ist aber eigentlich schon der entscheidendste Fehler, weil ich bringe durch die vollsonnige Lage den Hauptmotor für das Algenwachstum in das Gewässer rein, nämlich die Lichtmenge. Der zweite Fehler, und da kommt man oft auf, trifft man auf viel Unkenntnis unter den Gartenteichbesitzern, ist eine Nichtbeachtung des gesamten Mineralienhaushaltes, als Stichwort Verdünnung oder sogar aktiver Verbrauch von Mineralien in den Gartenteichen. Ich werde nachher noch ein paar Beispiele dazu bringen. Der dritte Fehler, es funktioniert ja, warum soll ich Maßnahmen zur Nährstofflimitierung in einem Gartenteich vornehmen, aber es kommen ständig Nährstoffe rein. Einerseits stehe ich da, füttere meine Fische, andererseits habe ich einen natürlichen Nährstoffeintrag in jegliches Gewässer, zum Beispiel durch Laubeintrag im Herbst. Aber was viele Leute, viele Endanwender nicht wissen, eine ganz, ganz entscheidende Quelle ist Blütenpollen im Frühjahr. Da werden richtig Mengen an Nährstoffen reingeweht in die Teiche. Und gegen diesen Nährstoffeintrag kann sich ein Endanwender, ein Gartenteichbesitzer eigentlich nicht wehren. Wie will er diesen Blütenpollen aus dem Teich wieder rausholen? Dann, der Teich funktioniert ja viele, viele Jahre. Unten schichten sich die Sedimente immer weiter auf. Der Teichschlamm wird mächtiger und mächtiger, aber in diesem Teichschlamm laufen mikrobiologische Prozesse ab, die das ganze Leben des Teiches entscheidend beeinflussen, bis hin zu seinem Absterben nachher führen, wenn die nach harten Wintern die Probleme mit den Fischsterben auftreten. Und dann das Letzte, ich habe meinen Gartenteich, meistens habe ich zu viele und vor allem zu große Fische in den Teichen drin. Klar, jeder fängt mit Goldfischen an, kleinen Koi-Karpfen, aber die Tiere wachsen ja, die Tiere produzieren Abfallstoffe, ich bringe mehr Nahrung für die Tiere rein, sie vermehren sich auch noch, das ist das Schlimmste an der Sache und irgendwann gerät dieses ganze System aus den Fugen und dann kommen wir zu den Problemen. Wir müssen uns im Vergleich, wir können nicht das ganze Teichpflegeprogramm aufgrund der etwas knappen Zeit vorstellen, auf einige Aspekte begrenzen. Ein ganz wichtiger ist im Vergleich zu natürlichen Gewässern, dass ein natürlicher See, ein natürlicher Weiher, ein natürlicher Waldtümpel sogenannten Grundwasserkontakt hat. Da ist es relativ schwer, darüber Zahlen zu ermitteln. Das ist jetzt eine Grafik,
bezüglich des gesamten globalen Wasserkreislaufes. Für uns sind nur zwei Zahlen entscheidend. Sie sehen da, in den gesamten Seen der Welt lagern 102.000 Kubikmeter Süßwasservorräte. Aber die zweite Zahl, die da drunter steht, ist dieser Grundwasserzustrom von 43.800 Kubikmeter pro Jahr in jeden See rein. Das heißt nichts anderes, ein See, ein Weiher macht Wasserwechsel. Wie sieht das in Gartenteichen aus? In der Regel haben wir mit Folien oder mit Fertigteichen zu tun. Seltenst findet man noch diese Lehmteiche, die Grundwasser angebunden sind. Diesen Wasserwechsel, diesen Mineraliennachschub aus dem Boden heraus. Das heißt, in der Konsequenz verdünnt sich das Wasser durch Niederschläge immer und immer weiter. Und zum Schluss habe ich dann diese reinen regenwasserbetriebenen Teiche, die auch gut funktionieren können, aber die auch oft sehr, sehr oft die Probleme auslösen. Denn wenn man einen Gartenteich mal anlegt, wie befüllt man ihn? Meistens mit Leitungswasser, also Gartenschlauch anschließen, Wasser laufen lassen. Und dann habe ich erstmal keine Probleme. Es funktioniert alles. Ich habe ausreichend Härtebildner, GH für die Gesamthärte, KH für die Carbonathärte, pH für den pH-Wert. Das sind jetzt reale Werte, die ich bei einem meiner Testteiche im letzten Jahr mal über mehrere Wochen ermittelt habe. Wir sehen da ganz charakteristische Verläufe, denn Gesamthärte und Carbonathärte bauen sich in dem Teich ab. Sie verschwinden mit der Zeit. Einerseits durch Verdünnung, Niederschläge, irgendwann läuft der Teich auch mal über. Das zweite ist aber viel, viel wichtiger. Es ist der aktive Verbrauch von Tieren und Pflanzen. Wir führen den Gartenteichen beispielsweise kein Kohlendioxid zu. Pflanzen, Unterwasserpflanzen, als auch Algen brauchen Kohlendioxid. Wo holen die sich das her? Aus der Carbonathärte, die brechen die auf. Es kommt zu Kalkausfällungen. Ein Teil verwerten die Algen und Pflanzen dann und sowohl Carbonathärte als auch Gesamthärte sinken mit der Zeit. Das ist ein Effekt, der ist in jedem Gartenteich, der keinen Grundwasserkontakt hat, zwingend vorgegeben. Wir kommen an dieses Phänomen nicht vorbei. So, was man dann auch sieht, pH-Werte stellen sich in Gartenteichen meistens so zwischen 7,5 und 8,5 ein, solange genügend Härtebildner vorhanden sind. Ab einem gewissen Punkt, wobei die Grenze schwierig zu definieren ist, bei dem Teich war es dann so etwa wie der Carbonathärte leicht unter 4 fiel, wird plötzlich der pH-Wert instabil. In der Aquaristik kennen wir das Phänomen des pH-Sturzes. Im Gartenteich ist das eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Er geht nach oben weg. pH-Werte von 10,5, 11 sind im Hochsommer zu Algenblütungsphasen überhaupt keine Seltenheit. Das ist eigentlich fast die Regel. Und dann kommt es unter Umständen, wenn die schon so hoch sind, zu Kiemenverätzungen bei den Tieren. Und das gesamte biologische System gerät dann langsam aus den Fugen. Hintergrund ist der, dass wir, da habe ich noch stehen, Niederschläge, Regenphasen, wir haben ja jetzt wieder so eine. Oder was man auch gerne übersieht, sind schwere Sommergewitter. Da kommen teilweise erhebliche Niederschlagsmengen runter. In meiner Heimatstadt Bonn war es beispielsweise 2006 im Ende Mai ein Gewitter mit 75 Liter Niederschlag in einer halben Stunde pro Quadratmeter. Das sind 75 Zentimeter. Die gehen auch in die Teiche rein. Wenn man mal Werte nimmt, 200, 400 Millimeter Niederschlag, da bin ich schon bei richtig massiven Höhen. Das Wasser ist innerhalb eines Jahres im Teich komplett ausgetauscht, nur durch Regenwasser. Das heißt, der pH-Wert wird irgendwann instabil. Und das kann man an der Grafik gut sehen. Die blaue Linie ist so ein Tagesgang von einem pH-Wert, wirklich mal im Stundentakt gemessen bei einer nicht vorhandenen Carbonathärte. Man hat meistens im frühen Morgen, bevor die Sonne aufgeht, dann pH-Werte, die liegen so 6, 6,5 mal auch 7, das schwankt etwas. Und sobald Licht reinkommt, die Pflanzen und Algen aktiv werden, geht der pH-Wert tagsüber rauf und erreicht dann am frühen bis späteren Abend durchaus Werte von 9,5, 10, 10,5. 11 hatte ich auch mal in einem Fall gemessen.